So. Schlacht ist vorbei. So. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Hey, Daniel. Falsche Taste. So, jetzt brauchen wir was? Dies Sparrows Notiz. Alles ruhig. Inventar. So, wie wir es mögen. Die passt auf euch auf, Leute. Versus Sparrow. Wo ist Sparrow? Sparrow. Irgendwo bei S bestimmt. Sparrows Notiz. Mann, so ein Scheiß. Wir sind aus DC hergekommen, um Hilfe zu suchen. Die Söldner der Talon Company haben die GNR-Station angegriffen. Und mit den zerstreuten Streitkräften der Bruderschaft waren wir Kanonenfutter. Wir konnten nur noch auf das Radio setzen. Wir haben einen SOS-Ruf an. Alle abgesetzt. Das Commonwealth hat geantwortet. Ja, aber diesen Gunnern geht die gute Sache wohl am Arsch vorbei. Ich wäre mausetot, wenn ich bei der Landung nicht langsam gemacht hätte. Das kann aber noch kommen. Wow. Denn sie kleben mir noch an mir dran. Wenn ihr das hier lest, helft mir. Stimpaks auch nicht mehr. Was? Wenn ihr das lest, helft mir. Stimpaks auch nicht mehr. Was? Wenn ihr das lest, helfen mir. Ach so. Stimpaks auch nicht mehr. Also musst du diesen Brief reichen. Wenn euch der gute Kampf etwas bedeutet, schnappt euch diesen Vogel und. Jawohl! Das müssen wir jetzt noch gleich machen. Warte. Die Minutemen gehen auf große Reise. Ab ins Ödland der Hauptstadt. Das wäre so super krass, wenn die das Ödland der Hauptstadt überarbeitet hätten und als Karte hinzugefügt hätten. Alter, da würde ich feiern. Da würde ich feiern. Ach, verdammt. Ich weiß nicht, warum das ständig so dämlich grün wird. Ich hoffe, das ist nicht im Video drin, aber wahrscheinlicherweise schon. Das war, glaube ich, immer drin. Das kotzt mich fies an. Dann mal los, Brüder. Wir müssen Kameraden helfen.
Söldner der Talon Company. Krabbelter Kopf. Treppenhaus. So, Kameraden, jetzt geht's los. Wir sind im Ödland der Hauptstadt. Die Truppen der Minutemen. Platz des GNR-Gebäude, was? Angriff! Erstmal ein legendärer Loot-Gedänse holen hier. Oh. Naja. Mir die Minigun zurück. Wir graben uns ein und halten die Position. Aqua pura. Talon Company. Ausgezeichnet. Begrenzte Magazinkapazität. Ja, hallöchen. Ach so, das sind komplette Skins. Aha. Das nehmen wir natürlich eh mit, das ist... Wir packen uns erstmal alles ein hier. Ja. Wir sichern den Bereich. Ja, ich will die Minigun wieder haben. Schrot.
handgefertigte. Nee, die nee. Wollte gerade sagen. Du brauchst aber wieder spezielle Munition, die ihr beschnurrt. Alter. Erinnerungen werden wach. Wir sind in Fallout 3. Merkst du es? Von hier hinten sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Ne, hier. Hier, oder? Kommen von hier? Ich glaube, hier sind wir irgendwie durchmarschiert. Das waren Zeiten, sage ich euch. Fallout 3, voll geil. Wir müssen das erstmal alles erkunden hier. Ey, was soll das? Ja, das ist voll Fallout 3, Mann. Oh, volle Möhre. Geil. Ein Remastered Fallout 3, Alter. Oh. Das war so super geil. Oh. Hier kommt dann der Beowulf, ne? Hier kommt dann der Beowulf um die Ecke. Ödländer Joe. Es könnte sein, dass das der ist. Das nehmen wir mal mit. Könnte das sein, dass das der aus. Na, ist auch schon. Wie hießen die Stadt oder? Die auf der Brücke. Wo du hier mit den Kannibalen zu kämpfen hattest. Oder Vampiren oder was das sind. So. Ödländer Joe. Phil redet nicht viel über die Vergangenheit, schmerzt ihn wohl zu sehr. Aber so funktioniert das mit der Vergangenheit nicht, oder? Du kannst sie nicht einfach ablegen, wie ein altes Paar Schuhe. Sie holt dich irgendwo, hüllt dich ein und packt dich an der Kehle, wenn du es am wenigsten erwartest. Ich glaube, es hilft, es aufzuschreiben, wenn die Vergangenheit eh schon vor der Tür steht. Kannst du sie auch hereinbitten? So sehe ich das. Gott sei Dank hat Phil seine Nachricht rausgeschickt und nach Ersatzteilen gefragt, damit ich diese alte Holobänder reparieren könnte. Also. Vielleicht der Mann wird gut, passt zu Phil Mercer aufzunehmen. Im ihm ging es ja immer schon um Erlösung und wenn das jemand braucht, dann ein Räder. Doc Emil, hat gesagt, dass Phil im Schlaf darüber geredet hat. Leute ins Paradies zu bringen, um ein Lobrede anzuhören, bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Es gibt Gerüchte, dass er ein Sklavenhandel verstrickt war, das kann ich mir da nicht vorstellen, aber wirst denn nicht mehr daran denken. Okay, Sklavenhandel.
Als Sparrow nach Boston flog, hat sie mich gebeten, etwas Landefläche auf der Straße neben dem Schulgebäude freizuräumen. Ich wollte ihr schon den Kopf deswegen abreißen, aber jetzt mache ich mir nur noch Sorgen. Aber ich sollte wohl zuerst an mich denken. Die meisten von uns haben Schutt weggeräumt, als die Söldner angriffen. Ohne Verteidigung hatten die Leute in der Station keine Chance. Sein Glück versuchen. Wir haben uns in dieser Schulgebäude verschanzt. Seit die Talon Company GNR eingenommen hat, wir müssen das Signal abschalten, bevor sie mehr Verstärkung rufen können. Für Phil und die anderen ist es zu spät, aber beim Kampf für die gute Sache ging es nie nur um die Einzelnen, es ist eine Bewegung. Fisch, hey, was auch immer, gibt uns Deckung und wir nutzen das Chaos, um ein letztes Mal Richtung Eingang zu stürmen. Ja, das hat wohl nicht geklappt. So, Hilfsmittel, wir tun uns jetzt erstmal ein Red Ray Knife pfeifen. Auf geht's, Brüder. Mal sehen, wie es hier drin aussieht. Genauso wie bei Fallout 3. Wer weiß, wahrscheinlich. Hast du mal einen Augenblick Zeit? Jetzt hab ich ne Minigun. Endlose Maschinenpistole. Wo ist denn die Minigun? Wo ist die Minigun? Wo ist die Minigun? Wo ist die Minigun? Hier ist die Minigun. Etwas von dem Zeug loswerden. Hey! Sag mir einfach wo. Okay, ich bleib auf dieser Position. So, warte mal. Bekleid, Baseball kann weg. Das kann weg, das. Tollen Company, das kann auch weg. Das kann auch weg. Das auch, das auch. Warte mal, da hat man was Neues. Falsch.
Ja, diverses. Sparrow, nee, wie hieß der? Ach ja. Supermutanten sind zu groß für schwach kleine Tasten, aber man namens Joe helfen, er sagt, er tippen Worte, die Supermutant sagen, genauso Supermutanten töten ihn letzter. Okay. Ja. Aqua pura. Fusionskern entfernen, was auch immer. So. Wer? Wer ist da? Deine Mutter. Coole Bilder. Das sind richtig coole Bilder. War wohl nichts. Was war das? Okay. Phil Goodman. So. Übertragung abstellen. Thank you.
klingt nach Verstärkung. Geh mal rüber, aber hallo, hau mal ab. So. Die hat sie alle ganz schön zerrissen, ne? Ganz schön so klippt den an. Uiuiui, das war laut. Ja, das war der, die Schlacht am Gina. Ist gerade noch rechtzeitig gekommen. Suchst du ein neues Zuhause? Könnte sein. Warum? Hättest du was im Angebot? Aber klar. Ab zur Festung. Danke, dann sehen wir uns da morgen oder übermorgen. Es wird eine Weile dauern. Die Minuteman. Hier noch jemanden? Hätte nicht erwartet, dass ein Fremder mir hilft. Danke. Suchst du ein neues Zuhause? Könnte sein. Warum? Hättest du was im Angebot? Aber klar. Alle. Abzauber. Festung. Kannst du mit uns? Danke. Dann sehen wir uns da morgen oder übermorgen. So. Da werden wir nochmal rein müssen, weil da gab es ja auch noch. Hey, danke für deine Hilfe. Ich helfe gern. Du bist einer von den Guten. Du weißt nicht zufällig, wo man sich hier gut niederlassen könnte, oder? Ich hab satt, ständig unterwegs zu sein. Aber klar. Ja, wissen wir auf jeden Fall. Ab zum Castle, man. Danke. Dann sehen wir uns morgen oder übermorgen. So, haben wir hier noch einen draußen? Ich glaube nicht, ne? Aber wie geil hier, ey. Aber ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, was ist, ne? Also, es ist durch. Das weiß ich nicht mehr. Wo man hier in die Richtung hinkommt, das weiß ich nicht mehr. Kann es sein, dass sie hier irgendwo. Nee, das geht nicht. Nee. Du kommst nicht hin. Gucken, ob die noch mitkommen wollen. Vielleicht wollen die alle mitkommen. Dann hauen wir die alle schön bei uns mit nahe.
Ich hab die Schau. Was? Ich hab die Sonne über den Balkon geflixt. Ja, alles klar. Alles klar. Alles klar. Oh, eine Handgranate. So, wo sind die Johnnies hier? Hier ist schon mal einer. Hey. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Oh, da will er mitkommen. Ich helfe gern. Du bist eine von den Guten. Du weißt nicht zufällig, wo man sich hier gut niederlassen könnte, oder? Ich hab Satz. Hallo. Aber klar. Dann mal auf zu The Castles. Danke. Dann sehen wir uns da morgen oder übermorgen. Oh, das wäre so super geil. Hi. Hätte nicht erwartet, dass ein Fremder mir hilft. Danke. Alter, die sieht aus wie die Dings. Wie hier von Wolfenstein. Die Frau Doktor, wie heißt sie? Oh shit. Engel. Die Frau Doktor Engelklube war das, ne? War das Engel? Engel? Engelklube, ne? Das war das so paradox. Ich helfe gern. Du bist eine von den Guten. Du weißt nicht zufällig, wo man sich hier gut niederlassen könnte, oder? Ich hab satt ständig unterwegs. Aber klar. Ist die Engel? Ich weiß es nicht. Danke, dann sehen wir uns da morgen oder übermorgen. Hey, du. Hey, danke für die Hilfe. Ich helfe gern. Du bist eine von den Guten. Du weißt nicht zufällig. Aber klar. Alle auf nach. Danke, der dann sehen wir uns da mal. So. Jetzt schauen wir mal noch hier hinten. Nein. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Das werden die nicht mehr brauchen. Das ist vorbei. Das brauchen sie nicht mehr. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Die sieht ja genauso aus. Ich helfe gern. Du bist eine von ihnen. Du weißt nicht zufällig. Aber klar. Danke. Dann sehen wir uns da morgen oder übermorgen. Merci. Ey. Hätte nicht erwartet, dass ein Fremder mir hilft. Danke. Ich helfe gern. Du bist einer von den Guten. Du weißt nicht zu. Aber klar, klar, komm mit. Ins Commonwealth. Da gibt's genug Platz. Danke. Und eine Festung. Dann sehen wir uns da morgen oder übermorgen. Eine Festung zu verteidigen. Das ist mir nach Kronkorkenhaus. Hey, danke für deine Hilfe. Du hattest Glück, dass ich zum richtigen Zeitpunkt hier war. Ich weiß. Du weißt nicht zufällig, wo man sich hier... Aber klar. Da. Danke. Da. Dann mal hopp hopp. Auf, auf. Da. Klingt schon wieder einer da oben. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Sicher. Danke. Das
Zumindest wissen wir jetzt schon mal, dass das so ist, wie es ist. So, das müssten jetzt alle gewesen sein, hoffe ich. Das Konzept Arts als Fallout 3, hä? Könnte das sein? Könnte das sein, ne? So wenn das Psycho-Richtung. Könnte durchaus sein, ja. Geiler Scheiß. So, schauen wir mal. Das müsste jetzt alles gewesen sein, hoffe ich. Jetzt hauen wir mal ab hier. Wir nehmen aber das hier auch noch mit hier. Das nehmen wir auch noch mit, das nehmen wir auch noch mit hier. Ja. Nehmen wir alles mit hier. Das Bügeleisen brauchen wir nicht. Minuteman-Krieger. Jetzt hättest du einfach eine Fallout 4 Power-Rüstung genommen und in Fallout 3 reingepresst. Hey, was gibt's? Ich würde dir noch immer gern etwas sagen, wenn du mal kurz Zeit hast. Was gibt's? Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich zugegebenermaßen meine Zweifel, was dich anbelangt. Aber du hast mich schwer beeindruckt. Jemand wie du kann die Minutemen wirklich retten. Warum ist es dir so wichtig, was aus den Minutemen wird? Als ich noch klein war, waren die Minutemen meine Helden. Eigentlich waren sie sogar die einzigen Guten in der Gegend. Mit 17 trat ich der Kompanie von Ezra Hollis bei. Ein echt toller Kerl, der wirklich an die alten Werte der Minutemen glaubte. Dort hatten wir ein paar gute Jahre. Ich fühlte mich als Teil von etwas, das größer war als ich. Und ich half dabei, das Commonwealth zu einem besseren Ort zu machen. Warum ist alles so schnell auseinandergebrochen, wenn es doch so grandios war? Es gab sicher eine Menge Dinge, die mir nicht klar waren. Oder auf die ich nicht genug achtete. Du weißt schon. Politik, Rivalitäten, Feindseligkeiten zwischen den einzelnen Gruppen. Ich denke, General Becker hat alles zusammengehalten und dafür gesorgt, dass alle mehr oder weniger am selben Strang ziehen. Aber nach seinem Tod kam alles ans Tageslicht. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Diese Leute schimpften sich Minutemen. Eigentlich hätte ihnen ihre Pflicht den Menschen gegenüber wichtiger sein sollen als alles andere. Du denkst sicher, ich war ziemlich naiv, oder? War ich wohl auch. Und bin ich trotz allem wohl immer noch. Ich glaube noch immer, dass die Minutemen das sein können, wofür ich sie immer gehalten habe. Die Guten. Warum erzählst du mir das alles? Ich wollte mich wohl nur bei dir bedanken. Danke, dass du anders bist als der Großteil der Menschen, denen ich bisher begegnet bin. Wie dem auch sei, ich weiß zu schätzen, dass du dir das angehört hast. Noch irgendwas? Nein, das war's. Wir sollten dann mal besser weiter. Jo. Passt. Dann sind wir hier fertig, wa? Die lassen wir hier schön verwesen. Ne? Das macht ja gar nichts. Die kommen einfach von oben. Klar.
Geil wäre es, wenn du von hier aus irgendwas sehen könntest. Zumindest das siehst du auf jeden Fall. Ja. Siehst du noch irgendwas anderes? Jetpack wäre jetzt cool. Au, das war mein Knöchel. Gegannt. So, mit Hilfe einer Sonderstation. So, da sind wir zurück, wa? Können wir sogar wieder hinreisen, ist ja mal super geil. Ist nur ein Versorger. So. Alles klar bei euch. So, dann schauen wir mal, was wir noch so zu erledigen haben. Die Tesla-Kanone. Was ist das für eine Aufgabe? Aufgabe. Das ist das mit den World Overalls. Was ist das hier? Das könnte vielleicht sein, aber... So. 22 Mann haben wir jetzt dort. Ne, das ist es, ne? Das muss ich mal nachgucken. Wo war denn das? Was war denn das für eine Aufgabe? Ja, das werden wir auf jeden Fall herausfinden. Schau mal, was das für eine Aufgabe war und dann werden wir sie nächstes Mal wohl erledigen können. Oder bis später dann. Oder besser gesagt, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ja. Alles. Ja. Schönen Tag.